Bereits zum 8. Mal hat der ADAC den Preis Gelber Engel verliehen. Jahr für Jahr gibt es den Oscar der Autobranche in 5 Kategorien. Über den Preis für das beliebteste Auto der Deutschen entscheidet das Publikum. Die Sieger in den Bereichen Qualität, Persönlichkeit, Innovation und Umwelt sowie Zukunft müssen das ADAC-Präsidium und eine Expertenjury überzeugen können. Volkswagen hat das in diesem Jahr gleich 2-mal geschafft. Der Gelbe Engel in der Kategorie Zukunft wurde in diesem Jahr zum 2. Mal vergeben. Damit will der Automobilclub Autobauer dazu ermutigen, die Entwicklung alternativer Energie- und Antriebskonzepte noch intensiver voranzutreiben. Die Jury hat Wert auf die Kriterien Alltagstauglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Sicherheit gelegt und den Passat TSI EcoFuel zum Sieger gekürt. Für uns große Freude, der Passat EcoFuel hat gewonnen von den Lesern. Das zeigt, dass man innovative Technologie mit herkömmlicher Technologie verbinden kann und dabei hervorragende Werte bei CO2 und natürlich auch bei den entsprechenden Komfort haben kann. Der Passat TSI EcoFuel setzt nach Ansicht der Experten weiterhin Maßstäbe im Bereich der erdgasbetriebenen Autos. VW konnte aber auch den Gelben Engel Innovation und Umwelt mit nach Wolfsburg nehmen. Die Multikollisionsbremse beeindruckte die Jury. Das System bremst nach einer ersten Kollision automatisch, um weitere gegebenenfalls ganz zu vermeiden. Wir sind auf dem Sicherheitssektor sicherlich führend. Wir demokratisieren die Sicherheit sozusagen, weil wir Assistenzsysteme, die sonst nur im Premiumsektor zu Hause sind, dann in die Großserie einführen. Da spielt der Golf eine ganz große Rolle. Deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass wir hier den Sicherheitspreis gewonnen haben für unsere Multikollisionsbremse. Die wird sicherlich helfen, die Anzahl der Unfälle und der Verletzungen noch weiter runterzubringen. Die Multifunktionsbremse wird mit dem kommenden Golf flächendeckend eingeführt werden. Damit geht VW einen anderen Weg wie die meisten Autohersteller. Normalerweise werden neue Sicherheitstechniken zuerst in den teuren Oberklasse-Modellen angeboten und finden dann nach und nach ihren Weg in die kleineren Fahrzeugsegmente.